So, da sind wir wieder. Ich habe mich wieder auf die andere Seite teleportiert und wir reiten jetzt einfach mal zum Riss, zu dem hier, zu dem Portal zur Sturmlegion. Ich hoffe, das wird richtig sein. Muss es ja, aber ich kann ja hier nicht irgendwie in einem Schlachtzug. Also das finde ich ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir jetzt schon nicht, dass ich jetzt so irgendwie im Regen stehen gelassen werde. Da bin ich ein klein wenig enttäuscht, aber hier steht ja noch ein Portal zur Sturmlegion. Da marschieren wir da mal rein. Hey. Oh, guck, da liegt ein Artefakt. Boah, das ist natürlich eine coole Sache. Artefakte in Rift sind eine coole Sache. Eigentlich. Ich meine, das ist auch nur so eine Nebenbeschäftigung, aber da werden wir im Verlauf des Spiels noch dazu zurückkommen. So, hier rein. Nee, hier nix rein. Hier ist nur so ein Portikulum. Und warum ist der Spieler weg und ich nicht? So, nächste kleine Pause, um zu schauen, wo es weitergeht. Okay, da sind wir jetzt wieder. Also ich bin hierher gelaufen zu dem Portal. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Und ich schaue jetzt einfach mal, ob ich... Mit dem habe ich ja gequatscht, natürlich. Siehst du ja, mit dem... Torwächter Atomo. Der Atomo. Schickt mich nach Kapchul. Aha. Jetzt sind wir doch schon ein bisschen schlauer, ne? Also, da scheint es weiterzugehen. Fernab jeglicher Schlachtzug-Quest, die der gute Zar, in seinem Tunnelblick nicht gelesen hat. Oh, wie schön. Wie sieht's denn hier aus? Oh, schön begrünt. Uralte Technologie in der Geschichtsquest. Willkommen im Kapchul, Ego. Die alten Prevaner lebten einst hier, bevor der Blutsturm sie in alle Winde zerstreut hat. Seither ist Prevane zu einer undurchdringlichen Wildnis verkommen, in der aber immer noch manch wundersame Schöpfung zu finden ist. Eure Gefährten sind euch bereits in die Dämonenstätten vorausgeeilt. Doch gibt es dort tödliche Fallen. Wir müssen so viele wie möglich entschärfen, bevor wir weitere Soldaten entsenden können. Meldet euch bitte bei der Expedition, sobald ihr euch davon überzeugt habt, dass alles sicher ist. Okay, betretet die Dämonenstätten. Also die Geschichtsquest werde ich mit dir zusammen jetzt da durchlesen. Die anderen nicht. Und wo geht's hier rein? Hier geht's rein. Das heißt, jetzt wird es wahrscheinlich vom Schwierigkeitsgrad her okay sein. Wenn man nicht wieder versucht... Hier ist eine Falle. Da hole ich wieder meinen Keiler raus. Ja, 30 Jahre später. Wow, immer noch am Karsten. So. Die Heilung. Ja, die hat er. Jetzt brauche ich mich ja nicht mehr schnell zu bewegen. Dann machen wir hier 5% mehr Schaden. Also mit den Debuffs, ich glaube, da werde ich noch ein bisschen mich mal einlesen müssen, auf jeden Fall. Aber so geht es auf jeden Fall schon gut ab, ne? Die fallen alle um. Wunderbar, alles. So, hier haben wir noch eine Falle. Da ist noch jemand. Hey. So. Auf jeden Fall haben wir hier Blutungsschaden schon mal. Was war das hier für ein Debuff? Er leidet zusätzlich 3% Schaden vom Schurken. Auch cool. Dann habe ich noch so einen Schuss. Ah ne, das ist ein Finishing Move. Der hier. Der eilige Schuss. So, okay. Wo muss ich denn hier hin? Ich werde einfach mal weiter durchlaufen. Wo ist mein Pet? Hier. Oh, das darf ich vielleicht auch nicht jetzt unbedingt so auf aggressiv stellen. Komm, hier nochmal Splitterschuss for the win, Schattenfeuer. Action. Oh, jetzt krieg ich Schaden.
Aber ich muss doch geheilt werden, wenn man Pitch hier angreift. Quest angenommen. Was für eine Quest? Verdammte Axt. So. Okay, jetzt werde ich geheilt. Guck. Ich hab das Pet irgendwie nicht umgestellt gehabt. So. Jetzt krieg ich den Heal. Dann guck ich ja gleich, was für eine neue Quest das jetzt ist. Besiegt Mitglieder der Sturmlegion. Okay, machen wir auch. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ah, stopp, hier ist was gemacht. Okay. Aber das ist ja scheißegal, wo die Mitglieder sind. Was haben wir hier? Ah. Sieht cool aus, bringt uns aber nichts. So, Action. Warum greift mein Pet hier nicht an? Warum greift das Viech hier nicht an? Ich hab's doch auf passiv gestellt, da müsste doch normalerweise. Oder muss ich das auf Verteidigung stellen? Stellen wir einfach mal. Aber normalerweise ist passiv doch im. Ja, okay. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht macht's dann doch einfach gar nicht. Ja, guck, Verteidigung ist es. Na? Boah, das ist natürlich cool. Also ich glaube, mit einem Nahkampfschurken werden wir jetzt nicht so. Würden wir das nicht so easy mode machen. Oh, ab geht er! Oder ab geht's, die Ego-Drecksau. Okay, hier gibt's aber nichts. Wir gehen einfach mal hier weiter durch. Wird schon richtig sein. Nee, hier gehen wir. Nee, ja genau, hier gehen wir weiter. Hier ging es auch nicht weiter. Oh mein Gott, so viele Sackgassen. Piu! Auf jeden Fall cool jetzt. Also ich glaube, man merkt das Equipment bestimmt, wenn man hier wirklich so als unerfahrener Riftler hier drin ist. Was immer noch so ein bisschen Ungewöhnung ist, dass man hier nicht im Laufen schießen kann. Muss ich erschreckend feststellen, wie schnell man sich an sowas gewöhnt. Okay, marschieren wir mal hier durch. Aber hier kann das doch wohl eigentlich nicht sein. Sehr verwirrend. Wir töten erstmal die 12. Oder zumindest die, die hier rumstehen. Das ist cool, dass bei dem Schurken hier die Kombo-Punkte auf einem selbst drauf sind. Nicht auf dem Ziel. Das ist eine coole Sache. So, komm schon, komm schon. Jetzt ist natürlich für mich so die Frage, was macht mehr Schaden? Die elektrisierende Munition oder das komische Gift, das ich da geskillt habe? Osadis. Aber ich muss ja wohl irgendwo hin. Okay, schauen wir ganz kurz im Questlog. Ist ja nicht weiter tragisch. Uralte Technologie. Deaktiviert. Ah, wir müssen die Druckplatten deaktivieren. Oh lol. Das hätte ich fast vergessen jetzt. Oder gar nicht gelesen. Also wenn du es nicht liest, dann, ne? Kannst du es natürlich gar nicht vergessen, weil du es nicht weißt. Aber
Wir sind ja clever, wir können lesen. Und die Druckplatten waren oben. Oh, wer ist das hier? Wer ist das hier? Sturmlegion, verfolgt die Empyreum. Oh ja, verfolg mal. Ich kann aber leider hier nichts machen mit dir, Schnecke. Okay, da ist wieder einer aufschweinchen. Hey, warum kann ich den nicht angreifen? Ah, okay. Hier gibt es tatsächlich noch eine Mindestreichweite. Ja, guck mal, der Heal vom Pet ist abartig niedrig. Das ist so gut wie gar nichts. 44. Aber egal, besser als nichts. Und das Pet, das kriegt auch wieder schnell viel Leben. So, komm, komm. So. Die Quest haben wir mit den 12 Killen, ne? Jetzt brauchen wir nur noch die ganzen Druckplatten. Das sind zum Glück nur 6. Ja, komm, Schwein. So. Weil der Kopfschuss, der geht richtig gut ab. Hast du 3,3k und vorhin sogar, glaube ich, noch mehr. So, das sind noch mehr als genug. Ah, oh, können wir da viel drücken? Es ist nur lustig, dass es sich da, ne, dass es sich da bückt und mit der Hand drauf drückt, anstatt dass gerade mal hier das Ding drin da drin. Ich muss mal gucken, was war denn er hier? Assschuss. Oh, das muss ich auch casten. Oh mein Gott, da macht dir das Pet viel mehr Schaden. Also er muss ich auch in meine Route einbinden. Stopp, erst den da. Ah, steht wieder so nah dran. Oh, da ist der Heal auch wesentlich besser. Ich meine, wenn das Pet 40% mehr Schaden macht, dann bekomme ich natürlich auch 40%, ne? Mehr Heal. Hat 40%, aber mehr Heal eben. So, letzte Platte. Dann, ja. Habe ich schon mal eine 3 Skills, die zu meiner Rota gehören, auf jeden Fall. Boah, krass. Und das ist nur mit dem Tankpad bis jetzt. Erstattet Dacia Ulta einen Bericht. Die steht immer noch draußen oder ist die hier drin? Nee, ich glaube, wir müssen hoch. Wir müssen wieder an die Erdoberfläche. Guck mal, da habe ich sogar noch was bekommen. Empirischer Quellstein. Nehmen wir mit. Dankeschön. Und uralte Technologie. Oh. So, und jetzt?